Bangkok ist immer wieder eine Reise wert. Hier mein Hoteltipp für Kunstsinnige und Feinschmecker. Le Méridien, ein Top 5 Sterne Haus, liegt im Kulinarikbezirk sozusagen. Absolut top, deutschsprachiges Management. Wir sind ein mediterraner Lifestyle inspiriertes Haus, eigentlich im Herzen von Bangkok. Sehr nahe am Lumpini Park, Chinatown, auch zu den großen Palästen, sehr nah, nahe zum Shopping, also wirklich im Zentrum, wo alles passiert. Durch das ganze Haus zieht sich stylisches Interieur und Kunst. Also wir haben zum Beispiel beim Eingang den Aichut-Hund, der ist 3 Meter groß, der ist sehr bekannt. Viele Gäste machen da ein Foto mit diesem Hund. Kunst gibt es auch in den Zimmern. Super Ambiente hier, tolles Design, gemütlich, riecht hier gut. Es gibt total nette Früchte hier, echte exotische Früchte wie hier zum Beispiel die Drachenfrucht. Ein Highlight ist das vielfältige Frühstück. In den frühen Abendstunden werden die Gäste auf Wunsch mit kleinen Häppchen verwöhnt. Also das sind unsere Petit Plates, kleines Abenteuer von westlichem Essen und asiatischem Essen. Nach einem langen Bangkok-Tag können Sie sich auch wunderbar im Spa entspannen. Sawadee-ha, this is the gym room, come in please. Die Steine an den Wänden sind alle handgesetzt und kreieren auch ein Gefühl von Wärme. Im Spa werden die Gäste auch mit Tee und Süßem verwöhnt. Unsere Bomboloni zum Beispiel, das wäre jetzt hier, den wir hier haben, ist mit Himbeere und Hibiskus. Feinschmecker kommen aber auch außerhalb des Hotels in unmittelbarer Umgebung auf ihre Kosten. Das Le Méridien liegt super günstig im Stadtteil Bangrak, dem Bezirk der Liebe, wie auch genannt wird. Und hier gibt es ganz viele tolle kulinarische Einflüsse. Ich habe das erst vor kurzem, bei meinem letzten Thailand-Besuch bei einer Food-Tour ausprobiert, was es hier alles zu entdecken gibt.